So. Haben doch gar keine Schafe gesehen. Oh, hier ist wieder ein nicer Lehm. Wenn man unter Wasser arbeitet, gehen die Tools so schnell kaputt. Und man erstickt, wenn man Pech hat. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Macht die ganze Sache, ui, noch komplizierter. Wie geil, dass die Fackeln noch unter Wasser funktionieren. Dürfen eigentlich auch nicht zu viel Zeug sammeln. Wir haben jetzt schon... Geht das? Aber dann wird es kein... Sekunde mal. Muss ich gerade mal googeln. Wenn man den Clay nämlich brennt, dann wird er zu einem Brick. Genau. Und Clay-Blöcke... Dann wird es zu Terrakotta, wenn man den brennt. Also darf ich es nicht stacken, weil ich kann es nicht mehr zurück wandeln. Also müssen wir jetzt schon aufhören mit dem Clay, weil sonst haben wir nachher für den ganzen Prismarinkram keinen Platz mehr. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich auch gar keinen Sand mitnehmen. Blöd. Na gut. Dann müssen wir jetzt hier schweren Herzens ablassen und irgendwie einfach so nach einem Ocean Monument suchen. Ich hoffe, wir finden eins. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Reise hier jetzt dauern wird und bis wir dann auch wieder zurücklaufen. Das könnte sehr spannend werden. Da vorne scheint ein größerer Ozean zu sein. Was wir auf jeden Fall mal machen könnten, ist ein bisschen Holz abbauen und uns damit dann ein Boot basteln. Na, so. Wenn wir dann unten sind. Das sieht nach einem etwas größeren Unterfangen aus, so. Ich hätte gern... Ja, so. Wie sind wir denn so? Sieht alles noch nicht so aus, als wäre hier was. Aber das ist schon mal ein Ozean. Also ich glaube, wir sind schon mal auf der richtigen Spur. Was ist das da hinten? War das einfach nur ein
Nee, da ist nichts. Dachte, ich hätte was gesehen, aber... Ich hoffe, der Ozean geht noch ein bisschen weiter. Wenn der jetzt hier zu Ende wäre, dann wäre ich echt frustriert. Hier muss doch irgendwo ein Ozeanmonument sein. Da! Da drüben! Da ist eins. Nice! Okay, ich gehe mal hier an Land. Oder... Ne, ich probiere was anderes. Wir haben ja eh auf Peaceful, das heißt, wir brauchen uns um die Wächter keine Sorgen machen. Aber die droppen natürlich die Prismarin-Sachen, ne? So. Ah, wir können hier den hier machen. So. Ah, der kommt gleich wieder rein. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal eine Luftblase. Na gut, dann lass dem irgendwas machen. Nee. Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich... Warte mal, Prismarin.
Wir brauchen Prismarinscherben und Prismarinkristalle. Das heißt... Okay, also wir können jetzt hier zurückkehren und da dann... Die droppen aber nur das, ne? Das heißt, eventuell müssen wir die Wächter dann doch noch anmachen. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal... Das ist so nice, dass das funktioniert. Ich habe tatsächlich ein Ozeanmonument gefunden. Und ich muss sagen, ich benutze gerade... Oder ich erforsche gerade ein Ozeanmonument zum allerersten Mal im Survival. Das ist vielleicht sogar das Interessanteste von allem hier. So, jetzt ist es ziemlich dark hier unten. Aber ist kein Problem. Sponges wären halt echt geil. Wir müssen hier uns, glaube ich, nochmal irgendwie so eine... Und außerdem sind wir in Peaceful und verbrauchen daher gar kein Essen, fällt mir gerade eigentlich so auf. Das heißt, den ganzen Fraß hätten wir uns sparen können. Sind hier nicht irgendwo Schwämme? Gibt es in Ozeanmonumenten nicht Schwämme? Damit könnten wir vielleicht ein bisschen von dem Wasser aufsaugen. Das wäre eigentlich ganz geil. Eigentlich würde ich von dem Prismarin schon auch noch so ein bisschen was abhaben, weil wenn wir schon mal da sind, vielleicht können wir die grünen Steine nochmal irgendwie irgendwo benutzen. Wäre das ganz nice. Vor allem Dark Prismarine finde ich echt geil. Hier geht schon wieder nach unten. Das mit den Fackeln ist ein echt geiler Trick. So, wir haben schon ziemlich viele
von diesen komischen Kristallen. Ah ja, hier ist der Haupteingang. Jackpot sozusagen. Am liebsten würde ich das ganze Ozeanmonument von oben bis unten einfach komplett abreißen und alles mitnehmen. Oder aber eine Wächterfarm bauen. Die droppen das Zeug, ja. Also eigentlich... Oh, hier ist dunkler Prismarin. Geil. Ich will den. Sind noch mehr Laternen. Ich will die alle. Bin mir sicher, die grünen Steinchen können wir noch irgendwo brauchen. Und wenn nicht, sind sie einfach trotzdem schön zu haben, so als Deko-Element irgendwo. Eigentlich sollten wir versuchen, jetzt wieder hochzukommen zu unserer Luftblase und dann Monster anschalten und gucken, ob da irgendwo... Was ist das eigentlich für Zeug? Prismarin. Achso, das ist purer Prismarin praktisch. Ja, was ich sagen wollte, eigentlich sollten wir versuchen, jetzt wieder zu unserer Luftblase nach oben zurückzukehren und dann da Monster anschalten und gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Wächter töten können, ohne dass wir selbst draufgehen. Ah, okay, hier geht's nochmal weiter. Hätte ich eine verzauberte Pick, wäre das ja alles kein Problem, ne? Silk Touch.
dann wäre das eigentlich nice. Dann bräuchten wir uns um den ganzen Scheiß mit den Wächtern gar keine Sorgen machen. Die Kunst ist es natürlich erstmal wieder aus dem Ding herauszufinden. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Im Prinzip ist, überall wo es dunkel war, waren wir schon. Wir haben echt schon haufenweise von dem Zeug, wa? Hier waren wir auch noch nicht. Sind da... Kann sein, dass da die Sponges drin sind? Wie auch immer, lass es uns abreißen. Sind das Goldblöcke? Tatsache. Nice, wir haben Schatz gefunden. Wie gesagt, ich habe im Survival noch niemals so ein Monument auseinandergenommen. Aber dass die sowas hier reinmachen, das finde ich schon ganz cool. So, man erkennt auch relativ viel, ne? Und das ist nice. Wir haben hier eine Luftblase, die mit Sicherheit gleich wieder kurz Luft holen. Okay, das war zu viel des Guten. Jetzt ist unsere Luftblase wieder weg. Aber wir konnten noch mal ein bisschen Dark Prismarine einsammeln. Okay.
Okay, ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt mal einen Ausweg zu finden. Auch wenn hier noch mega viele Scherben... Ach komm. Den einen Stack können wir jetzt auch noch voll machen. So.